bevor unsere Landtags- und Bundestagsabgeordneten sprechen, spricht zu euch unser Lokalmatador, unser Landtagsdirektkandidat für die AfD Erding. Der spricht zum Thema Auswirkungen des Heizungsgesetzes für die Kommunen. Und der Mann ist sehr erfahren, er sitzt im Krankenhausausschuss, ist seit 33 Jahren Kreis- und Gemeinderat. Und ich bin stolz, dass er sich nochmal zur Verfügung stellt. Freut euch auf die Ausführungen und begrüßt mit mir recht herzlich unseren Landtagskandidaten Martin Huber. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass mir Herz. Ich darf natürlich auch von meiner Seite Sie alle recht herzlich begrüßen hier in Erding, in meinem Landkreis. Ich darf mich kurz vorstellen, vielleicht kennen mich nicht alle. Mein Name ist Huber Martin. Ich bin seit 41 Jahren verheiratet, zwei Kinder. Bin ein Baumensch, ein Handwerker, habe Maurer gelernt, dann habe ich weitergebildet und habe so Dinge gebaut. Und Thema energetische Sanierung wäre da, also ein Thema, was ich anschneide. Ich werde jetzt lang reden, weil Hochkaräter haben wir da, aber entscheidend ist für mich, dass ich heute da so viel Leute sehe und dass mir immer gesagt habe, wenn es jetzt nichts passiert, dass die Leute aufwachen, dann ist es zu spät. Wir haben die Zeit nicht mehr, liebe Freunde, wir haben die Zeit nicht mehr. Ich bin seit 41 Jahren verheiratet und immer mit der gleichen, das muss ich immer sagen bei meinen Versammlungen, zwei Kinder. Und was jetzt momentan da abläuft, also das geht auf Boca Kuhhaben. Die CSU hat nur noch den Namen, ist aber nicht mehr. Der Kellermann, der Kollege hat das gesagt. Ich bin auch seit 33 Jahren Gemeinderat in der Gemeinde Taufkirchen an der Pilz, der Dienstälteste da drinnen. Und was da Hanebüchen gemacht wird, die Energiepreise, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verbotspartei haben die Grünen. Die wollen uns zwingen. Die wollen uns gängeln. Ich erzähle euch jetzt einmal ein Beispiel. Jedes Mal, wenn ich in die Ausschüsse bin, dann komme ich geknickt haben. Dann sagt meine Frau, was hast du da, Martin? Leute, wenn sie nicht wissen, das, was da hinter den Kulissen abläuft, das ist Hanebügen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe früher ein Haus gebaut. Aus Mara, gelernter Mara, Friesenegger, klar. Habe ich ein bisschen groß gebaut. Dann habe ich eine Energiequelle. Das machen wir für Heizungen nicht. Da Aho ist nicht weit weg. Dann habe ich Nachtspeicher-Öfen rein, da, liebe Freunde. So, sauberste Energiequelle hat es geheißen, super, passt. So, jetzt hat es geheißen, Strompreis wird erhöht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe im Januar die Stromrechnung gekriegt. Die Gemeinde zieht mir häufig im Monat 810 Euro ab. Im Monat. Dann habe ich gesagt, das geht's mir nicht kaputt machen, das geht doch nicht, das halte ich nicht durch, ich bin Alleinverdiener. Über 800 Euro. Ja, aber jetzt ab 1.7. wird der Strom ein bisschen billiger. Dabei schalten wir auch ab, die wollen für 3 Millionen Haushalte Strom produzieren. Leute, das kann es nicht sein. Und das ist das, warum ich heute da bin. Als Direktkandidat für den Landtag. Vor 5 Jahren habe ich es knapp nicht geschafft. Ich hoffe, dass es mir wollt. Ich hoffe, ich habe den letzten Platz in Oberbayern auf Platz 6. Ich hoffe, dass ich dann, wenn ich drin bin, dann wird es mir wahrscheinlich das Mikrofon abschalten müssen, weil die Schwarzen werde ich einwärzen da drin. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Den werde ich einwärzen. Und das soll ja schlimmer an die Freie Wähler, liebe Freunde. Ich bin 33 Jahre als Kreisrat. Die sind verkappte Schwarze, sonst gar nicht. Die reden nur. Die reden und reden und die dann nichts. Die hätten die Möglichkeit, das zu ändern. Machen sie aber nicht. Und wenn ihr jetzt dann dieses Verbot anschaut, liebe Freunde. Ich habe das gelernt. Jetzt müsst ihr euch einmal vorstellen, wenn uns die energetische aufdruckern, dass sie Mietwohnungen, Privathäuser, dass sie die saniert, dass sie ein Thermohaut, also isolieren außen. Fachsprech sagt man Thermohaut. Was passiert denn da bei den alten Häusern? Die machen das luftdicht, da müssen drei Isolierfenster rein, die müssen es machen. Dann können da drin der Schimmel von den Ding runtergreifen und der Schwammerzug gut aufgemacht werden. Leute, das habe ich seit 25 Jahren auf dem Bau. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Schimmel kommt enorm. Das wissen die Leute, aber die Krähen wissen den, aber die Schwarzen wissen es. Und das ist das, und das werden sie uns aufzwingen. Unwahrscheinlich, was da abläuft, Leute. Und das Neueste ist, haben ja Vorschläge da, dass die Holzheizung werden sie abschaffen. Für die normalen. Zuerst haben sie gesagt, die Pelletsheizung, jetzt haben sie wieder zurückgerudert. Leute, Verbot, Verbot, Verbot. Und das ist mit AfD nicht zu machen. Und deswegen haben wir heute da, liebe Freunde. Warum? Ich werde es heute jetzt sagen, aber warum bin ich zur AfD gegangen? Ich muss ein bisschen ausholen, liebe Freunde. Die Familie wird im Keim zerstört bei uns. Im Keim. Ich sage immer, intakte Familie, intakter Staat. Was wird gemacht? Kann, dass ein Kind auf der Welt ist, dann soll es in die Kiga gehen.
dann soll der Staat aufziehen. Dann soll das machen. Gerade jetzt in Erdingen, was da jetzt abläuft. Liebe Freunde, wir haben ja Infostände. Das muss ich jetzt auch noch sagen. Ich sage immer, jeder kann essen, was er mag. Jeder kann machen, was er mag. Solange er den anderen nicht keine Vorschriften macht. Kommen Leute zu mir, Mütter, und sagen, Mensch, du bist doch der Hurer. Mein Dirndl ist heimgekommen vom Kindergarten und hat gesagt, nein, Mama, ich isse kein Fleisch von toten Tieren mehr. Warum sage ich das? Und die Kinder werden massiv beeinflusst. Den Lehrstoff, was da gemacht wird. Ich habe immer gesagt, eine Frau, die hat Kinder gekriegt, die sollte die Kinder aufziehen oder der Mann sollte daheim bleiben. Das habe ich immer gesagt. Und wenn es dann nicht eine Dauer geht, dann sollte vom Staat die Subventionen kriegen. Aber es wird nichts mehr. Es bleibt nichts mehr übrig. Und heute haben wir Angst, wenn man 45 Jahre arbeitet und wenn die Rente kommt, dann das Haus nicht mehr da halten können. Und es werden viele Rentner geben. Oder viele, die in der Wohnung sind, wenn das kommt, weil der Vermieter wird das dann auch wieder umlegen in den Mietpreis. Leute, wir müssen heute ein Zeichen setzen. Zeichen setzen heißt, wir sind Bayern. Wir sind Deutsche. Wir haben stolz drauf, dass wir Deutsche sind. Aber deswegen bin ich kein Nationalist, wenn ich das sage. Das sind die Gebrochenen jetzt von. Und ich habe schon ein Deutscher fahren, wo ich mir schwinge, dann wird schon als Nazi hingestellt. Ja, mein Leben noch nie mit der Polizei was dran gehabt. Aber jetzt sage ich es nochmal. Und das sage ich, deswegen bin ich AfDler. Wir sind ein offenes Land. Aber jeder, der reinkommt, muss ja nun so passen, nicht mir und die. Und das ist die Prämisse. Jeder. Und das hat hinaus in der Öffentlichkeit überhaupt nichts zu tun. Ich habe sehr viele Freunde. Das sind nur die, die 30 Jahre da sind. Auf die hat einen unwahrscheinlich hohen Ausländeranteil. Die, die seit 30 Jahren da sind, die haben die Sprache gelernt, die haben das, die Kinder in die Vereine. Da haben wir überhaupt kein Problem. Aber ich möchte keinen islamischen Staat da bei uns haben in Bayern. Wir sind Tradition. Und das stimmt aber. Das kommt, liebe Freunde, wenn wir jetzt in Auftrag. Und jetzt noch einmal. Ein Söder interessiert überhaupt nicht, wie viele da hinten da sind. Die Abrechnung ist nur am Tag am 8. Oktober, weil gewollt werden sie die Patienten. Ja. Dann muss das Kreuzl woanders stehen dort, dann muss es immer weit gewollt werden. Und dann können wir was verändern. Und die sollen auch öffentlich sagen, habt ihr den Mut und sagen, was? Wir werden als Einheimische ja benachteiligt im eigenen Land, das konnte ja wohl nicht sein. Und dann werden wir gleich mit der Rechtsradikalen keine Werbe erschlagen. Ich bin kein Radikaler nicht, im Gegenteil, aber ich bin einer, der sagt, unser Bayernland, unsere Kultur, das sollen wir erhalten für unsere Kinder. Ich habe auch zwei Kinder, ich bin Enkel schon. Und da müssen wir alle zusammen da. Schon, dass die AfD geben muss. Normal war früher mit die CSU so, da ist ja nur der Name da. Das ist doch das Schlimme, was wir haben. Und da hat es alle gefordert. Alle, helft uns, bis am 8. Oktober zu wollen. Helft uns. Dass dieser Irrsinn, was die verboten, was die da machen. Und jetzt zum Beispiel noch ganz, ganz kurz noch. Gehen wir Krankenhäuser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die Energie, was jetzt so ist, dass sie so da ist. Zwei Drittel der Krankenhäuser haben Probleme, die Energiekosten zu bezahlen. Und jetzt kommt ein sogenannter, ja, ich darf es nicht sagen, Lauterbach daher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es laufen Pläne, dass 50% der Krankenhäuser in Deutschland geschlossen werden. Das wird, und der ländliche Raum ist total vergessen worden. Früher hat die Frau Merkel einmal gesagt, oder die CDU haben gesagt, ja, wenn eine schwangere Frau entbindet, dann haben 50 Kilometer Entfernung zum Krankenhaus zumutbar. Der Landrat hat eigentlich gesagt, jetzt wird es wahrscheinlich dann 100 Kilometer sein. Die schließen das. Die wollen das. Wir haben ein Riesenproblem, damit wir uns in die Krankenhäuser in Erding halten können. Aber da müssen wir auch zusammenhalten. Und da müssen wir gegen die Grünen gehen. Gegen die Grünen. Die ist ihnen scheißegal, Entschuldigung, dass ich den Ausdruck verwende, scheißegal. Diese Leute waren inländerfeindliche Politik. Die AfD ist inländerfreundlich, meine Freunde. Vielleicht noch hier hinter die Fraktion, da sitzt nicht. Vielleicht schafft man es, dass wir mehr reinbringen. Bitte macht einen Fehler nicht zum Schluss. Bitte macht den Fehler nicht. Wählt es bitte nicht Freie Wähler. Wählt es bitte nicht. Reden und Handeln sind zwei Verschiffe. Was ich da halber da sage, das mache ich auch. Und das halte ich auch ein. Und das muss ganz klar gesagt haben, ja, die CSU kommen im Wald, weil ihr den Heilwanger. Wenn ihr eine Veränderung möchtet, dann müsst ihr AfD werden und Schiwatz mit seinem Huberwindert. Dankeschön, dass ihr hier, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass wir die Energie sparen, dass wir das jetzt gerne ein Licht aufgeht und dass wir stärker werden. Dankeschön.